Tag 3 der Quarantäne. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Die Langeweile der Corona-Isolation. Wusstet ihr, dass wenn man einen Hoden auf eine leere Bierflasche legt und ein Feuerzeug darunter hält, dass der Hoden in die Flasche gesaugt wird? Wenn ihr wisst, wie man ihn wieder rausbekommt, lasst es mich bitte wissen. Frage für einen Freund. Jungs, jetzt mal was Ernstes. Ich habe bei NTV jetzt über eine Woche lang keine Hitler-Doku mehr gesehen. Ihm geht's doch gut, oder? Bay. Komm vorbei! Ich kann nicht, ich bin in Quarantäne! Bay. Aber meine Eltern sind nicht zu Hause. Ich? Sollten sie aber sein. Die Regierung, die sich bedankt, dass ich zu Hause bleibe. Ich, der das Gleiche macht wie immer. Es war ein sonniger Morgen im Jahr 2053. Johnny ging auf die Toilette, weil er mal musste. Doch es war ein ganz besonderer Tag. Denn heute öffnete er die letzte Packung Klopapier, die seine Eltern damals 2020 gekauft hatten. Damals, vor 2 Wochen, als der Wendler noch unser größtes Problem war. Ich denke eher zurück von vor einem Jahr, als Axel Voss unser größtes Problem war. Der Vatikan hat Ostern für dieses Jahr abgesagt. Ihr wisst, die Lage ist ernst, wenn der Papst sagt, wisst ihr was, Jesus steht dieses Jahr nicht auf. Tag 5 in Isolation. Ich war heute das erste Mal gezwungen, meine eigenen Urin zu trinken. Und es war gar nicht übel. An alle von euch, die auch Klopapier sammeln. Mir fehlen noch Blatt 17, 6, 146 und 228. Tausche Blatt 98 mit Blitzer dafür. Die Rede von Merkel übrigens in einer Kurzfassung. Entweder ihr packt jetzt alle euren Arsch aufs Sofa oder es gibt Hausarrest. Kanzlerin Merkel appelliert an die Leute, dass sie zu Hause bleiben. Das ist sehr optimistisch. Die meisten Deutschen scheitern schon an Reißverschlussverfahren und Rettungsgasse. Währenddessen ein Interview der Bild über das Coronavirus. In den kalten Ländern schicken sie schon Rettungshunde raus. Diese Berichte über das Horten von Klopapier gehen mir auf die Nerven. Das Einzige, das mich noch mehr nervt, ist, dass wegen dem ganzen Klopapier die Garage nicht mehr richtig zugeht. Alexa, füge auf meiner To-Do-Liste den Punkt Klopapier einfrieren hinzu. 2020, so alle 2 Minuten. Das ist doch nicht meine finale Form! Eure Armut kotzt mich an. Übrigens neu auf Amazon, Herren-Business-Anzug fürs Homeoffice, 6er-Pack. Pornhub verschenkt Premium-Accounts in Italien. Ich mit meiner VPN, buongiorno! Sich über den Coronavirus lustig machen. Vor einer Woche, heute. Andere Jobs so, schließen wegen des Coronavirus. Mein Chef, einige von euch werden sterben, aber das ist ein Opfer, das ich in Kauf nehme. Schon gehört? Pflegekräfte können von Merkels Dankeschön endlich ihre Rechnungen bezahlen. Übrigens, in Venedig ist das Wasser so klar wie nie. Einige sagen, dass sie schon wieder Delfine in der Stadt gesehen haben. Klopapiermangel 2020. Und ihr habt mich damals ausgelacht, als ich bei Apple War in der Fanpost massig Taschentücher bekommen habe. Die wahren Superhelden des Alltags. 2 Arten von Corona-Überlebenden nach 6 Monaten. Na toll. Tschüss Socken. Wir schreiben das Jahr 2020 nach Christus. Ganz Deutschland bleibt wegen einem Gesundheitsrisiko zu Hause. Ganz Deutschland? Nein. Eine kleine Gruppe mutiger Helden pilgert immer noch zum Altschauerberg in Oberfranken. Verdammt, lauf mir so! Keine Sorge, der Coronavirus kommt aus China. Ist also ein Billigprodukt und hält eh nicht lange. In Germany, everyone's panic buying sausages and cheese. It's called the Wurst-Käse-Szenario. Müssen wir uns jetzt eigentlich schon so anziehen wie die? Oder ist das erst nächste Woche? Isolation, Tag 5. Ja, am Ende fragt man sich immer, woran hat's gelegen? Seit Corona wurde so vieles verboten. Händeschütteln, Umarmungen, Küssen. Wer auch immer 2020 heiraten will, der wird sich wahrscheinlich vom Pfarrer anhören können, sie dürfen der Braut jetzt von Weitem zunicken. Währenddessen in Las Vegas. Look at me. I'm the toilet paper now. Ich habe 80 Rollen Klopapier zu Hause. Sie? Die ganze Klasse zum Unterricht online. Lehrer, wie erhöhe ich die Lautstärke? Ich, drücken Sie Alt und F4. Lehrer disconnected. Ich... Corona. Oder in anderen Worten, der Boomer Remover. Schon gehört? Der Klopapierhersteller Charmin hat Apple aufgekauft. 2020 kann gar nicht mehr schlimmer werden. Der April. Wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und teilt dieses Video mit euren Freunden. Außerdem könnt ihr mir gerne eure Corona-Witze für die nächste Folge in die Kommentare schreiben. Daumen hoch und like, abonnieren. Like und abonnieren, YouTuber!